Hallihallo, Hallöchen, liebe Leute, der Bastelhannes hier. Nun kann ich mich ja nicht mehr hinter der Kamera verstecken. Jetzt muss ich mich ja auch ab und zu mal zeigen. Anlass dieses Videos ist ein Unboxing und ein Dankeschön sagen. Und zwar ein Dankeschön an Metalstorm X, der Modellbau-Noob von seinem Kanal. Ich werde auch unten einen Link von ihm reinpacken. Schaut mal rein. Cooler Kanal, macht Spaß zu gucken. Und zwar ist nämlich heute sein Paket angekommen. Und was haben wir bekommen? Haha, mein BMW. Also, Wahnsinn. Ich freue mich richtig, dass das Ding angekommen ist, dass es doch unversehrt angekommen ist. Aber wir gucken rein, wir packen das Ding aus. Aber was mich wirklich echt... Ich weiß nicht, ob ich es machen darf, aber ich mache es jetzt einfach mal. Ich hoffe, Metalstorm, du bist mir nicht böse. Ich habe noch ein schönes Briefchen von ihm dazu bekommen, eine Benachrichtigung. Habe ich übrigens einlaminiert. Das kriegt auch von mir hier einen Platz. Also, das darf ich nicht, soll eben halt nicht untergehen und soll eben halt auch erhalten bleiben. Ich werde es trotzdem mal auch vorlesen, und zwar Benachrichtigung steht oben drüber: Ich wünsche dir, Bastelhannes, viel Spaß und Freude mit dem Bausatz N, finde ich klasse, die Nummer 07247 von Revell, die BMW M1 Broker. Einfach nur genial. So, ich muss mich erstmal kurz ein bisschen sammeln, weil das ist echt, also ich finde es einfach nur genial, muss ich sagen. Ich hoffe, dass wenn du das Modell betrachtest, auch an frühere Zeiten zurückdenkst. Und das soll auch Motivation sein, das Modell zur gegebenen Zeit zu bauen. Auch wünsche ich mir natürlich, dass du meinem YouTube-Kanal weiterhin gewogen bleibst. Natürlich bleibe ich deinem Kanal weiterhin gewogen. Und dann steht eben halt noch drunter Metalstorm X, der Modellbau-Noob, und dann MSTX, Hauptquartier, den 4.3.2020. Einfach nur herrlich. Schön, klasse, super. Freut mich riesig, dass du dieses den Zettel noch dazu gemacht hast. Und an frühere Zeiten natürlich. Jetzt, wo du ja auch mein Gesicht mal siehst, hast du ja festgestellt, frühere Zeiten kommt bei mir hin, und die sind auch schon ein bisschen früher. Übrigens, danke für deinen Kommentar, dass du laut meiner Stimme mich 20 Jahre zu jünger geschätzt hast. Danke für das Kompliment. Sag ich nur, was willst du trinken? Sag mir Bescheid, kriegst du von mir. Einladung steht immer noch, und ich hoffe, du kommst auch dann. Denke dran, ich habe jetzt deine Adresse. Nein, Quatsch, Blödsinn. super. Also ich bin echt vollauf begeistert von diesem Ding. Wie gesagt, ich hoffe, du bist nicht zu sehr geschockt, dass ich nun doch schon etwas älter bin. So mein halbes Jahrhundert habe ich schon hinter mir. Gut, ich sehe ein bisschen grauer aus, aber das ist auch der ganze Stress, den ich habe mit den ganzen YouTube-Videos und die ganzen Kommentare und die vielen Abonnenten. Das, was ich hier alles zu tun habe, das ist der Wahnsinn. Nein, Quatsch, Blödsinn. Ich höre jetzt einfach auf zu quatschen. Ich bin einfach völlig überwältigt, dass du mir diesen Zettel geschickt hast. Noch dazu macht mich einfach kurzfristig, also finde ich gut. Schön, schöne Sache, wie gesagt, einlaminiert, wird aufbewahrt, und ich werde jetzt einfach mal aufhören zu quatschen und endlich mal den BMW auspacken. Also, dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video, bis gleich. So, da bin ich wieder, Hände und Stimme ist da. Wir packen das Ding, ist wirklich original verpackt, also wirklich schick, 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 schick. Ich packe das jetzt mit euch zusammen aus. Nichts drin, nein. Quatsch, Blödsinn. Fangen wir mal an. Eine Bauanleitung haben wir hier drin. Ein paar Deckels, denke ich mal. Ja, genau, die Deckels kommen auch noch drauf. Dann haben wir wieder Sicherheitserklärung, nicht für Kinder, bla bla bla. Das Übliche, und natürlich packen wir das mal kurz mal zur Seite hier. Oh.
eine Bauanleitung von dem BMW. Was ist alles drin? Das ist alles drin. Ich muss dazu sagen, ich habe schon echt lange keinen Revell-Modellbausatz schon mehr gebaut. Muss mal gucken, ob ich das überhaupt noch kann. Na klar, kann ich, werde ich bestimmt hinkriegen. Wie gesagt, bei dem, was wir hatten, war ja das Slotcar, das waren ja auch noch nicht mal richtige Carrera-Autos. Wir hatten ja auch spezielle Chassis drunter. Also, das war eben halt einstellbar mit Kugellager. Das war schon was richtig Hochwertiges, sag ich jetzt mal. Für so ein Chassis hat man auch schon ein bisschen Geld hingelegt. Und ich brauchte ja eigentlich nur die Karosserie. Aber das ist einfach so klasse, dass ich den jetzt habe. Und der erinnert mich halt an die Zeit. Das war eine schöne Zeit gewesen. Leider hat er noch die Bahn zugemacht. Und dann ist man eben halt auch nicht mehr dazu gekommen. Und jetzt habe ich den BMW super spitzenmäßig, freut mich riesig. So, jetzt geht's weiter. Dann packen wir mal den Rest aus. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen wenig. Aber da kommt ja noch was. So, hier haben wir die schöne Karosserie. Ein schönes 1:24 Auto. Fahre ich jetzt übrigens auch noch. Ich habe mir hier auch eine Carrera-Bahn auf dem Spitzboden, weil die einfach angenehmer zu fahren sind als die 1:32 Autos. Und ja, wie gesagt, also Karosserie, Motorhaube oder hinten, ja doch, hinten die Heckklappe, Kotflügel, alles in weiß. Mal gucken, ob ich trotzdem noch überlackiere oder ob ich den halt so lasse. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe bei mir. Ich glaube, da habe ich nochmal Klarlack rüber gemacht, damit die Leakages eben halt besser halten. Dann haben wir hier noch ein paar Reifen. Und dann haben wir hier natürlich, ich werde das jetzt auch noch nicht aufmachen, Armaturenbrett. Ich gucke mir da mal ein paar Fotos an, mal gucken, was ich da noch, ob das alles im Original ist, was ich da noch anmalen muss oder lackieren muss. Schauen wir mal. Hier, die Scheiben dazu. Natürlich, ja, jetzt, falls mir jetzt, weil mir auch wieder so oft passiert, dass da natürlich Kleber raufkommt. Aber dank der Modellbauer, den Sven, danke für das Video. Schaut mal vorbei jetzt bei seinem Kanal, ist auch ein guter Kanal. Hat er ja ein schönes Video gemacht, wie man jetzt so eine Scheiben wieder sauber kriegt. Also braucht man jetzt nicht mehr so eine Angst zu haben, wenn man da wirklich mal Kleber rauf macht. Wie gesagt, das Armaturenbrett gucke ich mir an, ob das auch wirklich in Grau ist, was ich mal nicht annehme. Ich glaube auch nicht, dass das Fahrgestell, vielleicht, dass das halt noch ein bisschen schwarz lackiert wird. Da werde ich mir aber, wie gesagt, ein bisschen Zeit für nehmen. Das gucke ich mir ganz genau an, wie was ist. Ich muss gucken, eben halt, jetzt klingelt auch noch das Telefon. Na, ganz toll. Bin gleich wieder da. Mann, einmal mit Profis, immer diese Unterbrechung. Ja, wie ich schon sagte, das werde ich mir ein bisschen genauer angucken. Den will ich schon versuchen, so genau wie möglich zu bauen. Und dann schauen wir uns, also da will ich mir auch ein bisschen Zeit lassen halt. Und jetzt schauen wir uns dann alles nochmal an. Und dann packen wir das Ganze erstmal ein, aber wie gesagt, da kann ich noch nicht sagen, wann ich das baue, weil ich die Zeit halt einfach dafür habe. Wie gesagt, mit den Scheiben, denkt dran, der Modellbauer, schaut mal vorbei bei ihm. Echt guter Tipp gewesen mit diesen Kleberesten, weil ich glaube, es gibt keinen, dem das nicht schon mal passiert ist, dass man eben halt bei diesen Scheiben Kleber raufgepackt hat und sich darüber tierisch geärgert hat, dass diese Scheibe halt hin ist. Und es sieht auch nicht schön aus. Und ich muss auch sagen, ich bin bei so einem Modellen halt einfach auch, ja, ich mag sowas halt nicht. Das muss bei mir schon ziemlich genau sein. Und gerade so eine Modelle hier, die müssen schon ein bisschen besser sein. So, dann haben wir das Unboxing fertig. Und ja, dann sehen wir uns gleich nochmal. So, liebe Leute, das war das Unboxing von den BMW M1 Procar. Hier hinter mir steht da auch der schöne Zettel von Metalstorm steht da. Wie gesagt, wann ich Zeit habe und wann ich den baue, weiß ich nicht. Lasst euch einfach überraschen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis denn dann, euer Bastler Hannes. Ciao, ciao.